Florian, du bist nicht nur Co-Trainer bei Werder Bremen, sondern auch Management-Trainee im Verein und hast just an der Universität Oldenburg den Bachelor des Studiengangs BWL für Leistungssport erfolgreich abgeschlossen. Wie kam es dazu, dass du dich genau für diesen Studiengang an der Universität Oldenburg entschieden hast? Wie bist du darauf gekommen? Als ich auf die 30 zugegangen bin, habe ich mir überlegt, okay, es kann nächstes Jahr zu Ende sein, es kann aber auch noch 3 Jahre gut gehen oder 5 Jahre, aber irgendwann wird es soweit sein. Und ich möchte mich vernünftig darauf vorbereiten. Für mich war es dann klar, ich möchte was neben dem Fußball machen. Habe lange Jahre auch wirklich mich nur auf den Fußball konzentriert, aber dann war es halt soweit. Und dann habe ich links und rechts mich mal erkundigt, habe mit Jörg Butt damals gesprochen, der schon in dem Studiengang auch anwesend war. An der Uni Oldenburg. Genau, in Oldenburg genau den Studiengang gemacht hat, nur schon, glaube ich, im 3. oder 4. Semester war. Der hat mir Positives erzählt, ich habe mich selbst erkundigt und dann ging es eigentlich recht schnell. Angefangen, du hast es gerade erzählt, hast du das Studium ja schon in deiner Zeit als aktiver Fußballer. War das schwierig für dich, beides, also Beruf und internetgestütztes, berufsbegleitendes Studium, unter einen Hut zu bekommen? Immer mal wieder, ja. Also es gibt genauso auch Phasen in dem Studium, wo man sich ein bisschen rausnehmen kann, dadurch, dass es so flexibel ist, auch mit diesen einzelnen Modulen. Ja, das heißt, wenn man auch mal viel Zeit hat oder sehr motiviert ist, dann kann man sich auch in einem Semester 4 Module reinlegen. Wenn man aber auch sagt, das hatte ich dann auch zum Beispiel, als ich umgezogen bin. Da habe ich gesagt, okay, Sommerpause, Vereinswechsel, Umzug. Da habe ich dann auch nur ein Modul gemacht. Also das ist ja sensationell auch vorgegeben vom Studium, dass man da sehr flexibel agieren kann. Und das habe ich auch so genutzt. Dass du den Spagat zwischen Fußballprofi und Student an der Uni Oldenburg gut gemeistert haben musst, das zeigt ja auch das Ergebnis deiner Bachelorarbeit, die du mit sehr gut abgeschlossen hast, habe ich gehört. Beschäftigt hast du dich darin mit Change-Management-Prozessen beim Bundesligisten Werder Bremen. Ja. Ganz kurz gefasst, was muss ich mir darunter vorstellen? Ich bin vor 2 Jahren nach Bremen gekommen und da habe ich recht schnell mir gedacht, dass ich gerne bei Werder Bremen, über Werder Bremen und mit dem Verein das zusammen machen würde, also mir ein Thema suchen würde. Und da habe ich eine super Chance bekommen über Klaus Filbri, aber auch über alle anderen, die tatsächlich Rede und Antwort gestanden haben, da was Tolles auf die Beine zu stellen. Und Change Management im ganz Groben ist, dass ein Unternehmen sich anders aufstellen möchte, sich verändern möchte, einen neuen Weg einschlagen will und dieser Prozess, der dafür notwendig ist, umgesetzt werden muss. Und ja, und das habe ich letztendlich mir angeguckt, wie es in der Theorie ist, wie es sein sollte und dann im Vergleich, wie das Werder Bremen macht. Und zwar, wie die das angegangen sind, wie sie es umsetzen wollten und wie letztendlich dann auch die Umsetzung erfolgt ist. Also wenn es auch eine schlechtere Note gewesen wäre, hätte ich trotzdem gesagt, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden und habe auch ein gutes Feedback vom Verein bekommen. Und ja, dass es dann noch eine sehr gute Note ist, war ich aus dem Häuschen, ehrlich gesagt. Das war sensationell, ja. Ja, also erstmal grundsätzlich natürlich Gratulation an Flo, dass er da den Abschluss geschafft hat und wie ich gehört habe, auch sehr, sehr gut. Insofern freut mich das für ihn und zeigt natürlich auch, dass er so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Und ja, ich denke, dass das ein Weg sein muss für Spieler, die sehen, dass das Karriereende naht, dass man sich darauf vorbereitet. Und Flo hat das relativ frühzeitig erkannt und hat das dann auch umgesetzt. Das finde ich eine tolle Geschichte. Wie haben denn die Trainer reagiert? Also wenn du mal lernen musstest oder zur Präsenzphase, es gibt ja nicht so viele, aber einige gibt es ja, nach Oldenburg musstest, hast du dann gesagt, okay Trainer, pardon, ich kann jetzt an dem Training nicht teilnehmen, ich muss nach Oldenburg zur Uni, um zu lernen? Eigentlich wurde wirklich immer gesagt, ja, mach das. Wir spielen am Wochenende, montags ist Auslaufen, da fehlst du dann und fertig. Natürlich gab es auch die Situation, dass man an dem Sonntag kurzfristig 5-0 verloren hat. Ja, und dann Montag eigentlich für die Klausur angemeldet war und zugelassen war und sich darauf vorbereitet hat, auch mehrere Wochen. Und dann hat man nicht gewagt, nach dem 5-0 nochmal zum Trainer zu gehen und zu sagen, kann ich dann morgen? Und dann war es halt wieder diese Flexibilität, dass ich dann Sonntagabend aus dem Mannschaftsbus eine E-Mail an die Uni-Leute geschrieben habe, schon mal vorgewarnt habe, dass es wahrscheinlich nicht sein wird, dass ich komme. Montag früh angerufen, abgesagt und dann gab es immer einen Ausweichtermin. Es gab einen zweiten Prüfungstermin, dann ein paar Wochen später und so war das dann möglich.